Hallo, ich bin Philipp Wampfler, das ist Digifernunterricht und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr in 10 Minuten euren eigenen Podcast ins Netz stellen könnt. Und vielleicht erkläre ich zuerst kurz, was Podcasts überhaupt sind. Und zwar habe ich eine Seite für meine Schülerinnen und Schüler eingerichtet, auf der ich das erkläre. Die lädt jetzt gleich. Dann erkläre ich es schon mal. Podcasts sind für mich seriell verbundene Audiobeiträge. Also es sind Tondokumente, die irgendwie aus mehreren entsteht ein Gesamtprojekt. Diese mehreren können sein, es können Gesprächsformate sein. Also ich treffe mich jetzt jede Woche mit einer anderen Person, wir nehmen ein Gespräch auf, es ist ein Podcast. Oder ich erzähle eine Geschichte auf 10 Folgen verteilt in einem Podcast. Oder ich nehme jedes Mal ein bestimmtes Thema vor, zum Beispiel eine Serie, die ich gucke, oder das Spiel meiner Lieblingsfußballmannschaft, oder einen Film, den ich gesehen habe, den ich dann erkläre, einen Roman, den ich gelesen habe. Und daraus ergibt sich ein Podcast, bei dem man wie erwarten kann, da kommt jede Woche, jeden Monat kommt eine neue Folge raus. Und dieser Podcast wird dann auf sogenannten Podcast-Apps oder auf Podcast-Feeds wird er gehört, abonniert. Häufig hört man die auf mobilen Geräten, aber man kann die jetzt mittlerweile natürlich auf jedem Gerät sich anhören. Wenn ihr genauer wissen möchtet, was ihr technisch braucht und wie das funktioniert, dann kann ich euch diese Übersichtsseite von mir empfehlen. Das ist auch so als Projekt angelegt, was sich mit Schulklassen umsetzen lässt. Also hier unten findet ihr dann gleich den Link, auf dem das alles erklärt wird. Und jetzt möchte ich mich eigentlich auf die technische Seite konzentrieren und euch zeigen, wie man in 10 Minuten einen Podcast aufsetzt, der dann auch wirklich funktioniert und stabil im Netz ist. Dazu braucht man eine Seite, die Anchor FM heißt. Und die Idee dabei ist, ihr könnt mit dem Equipment, das ihr habt, könnt ihr diese App benutzen. Natürlich ist es besser, wenn man tolle Mikrofone und ein Mischpult und solche weiteren Dinge hat für Podcasts, aber ganz grundsätzlich reicht es, um mal was ins Netz zu stellen. Das ist Quick and Dirty, ist eine Amateurversion. Ganz klar, das ist nicht das, was Profis machen, aber es reicht, wenn man mit Anchor FM vorgeht und da mit Hausmitteln eigentlich diesen Podcast aufnimmt. Also so sieht jetzt mein Dashboard aus, nachdem ich mich eingeloggt habe. Ihr seht, ich habe aus dieser Videoserie habe ich einen Podcast gemacht für Menschen, die sich das vielleicht nur anhören möchten. Es war mehr eine Spielerei, um zu merken, wie das funktioniert, aber das könnt ihr auch als Podcast abonnieren. Jetzt, wenn ihr auf Anchor FM jetzt eine Podcast-Folge machen wollt, dann seht ihr, wie einfach das ist. Es gibt grundsätzlich 4 Dinge, die ihr tun könnt, von denen ihr zuerst einmal das eine gar nicht braucht. Das erkläre ich dann auch nur am Rande. Also ihr könnt zunächst einmal einfach auf Record drücken und dann könnt ihr direkt auf dem Gerät, auf dem ihr Anchor benutzt, ihr könnt es auch aufs Handy laden, also ihr könnt mit dem Handy, mit dem Laptop, auf dem ihr arbeitet, könnt ihr gleich eine Podcast-Folge aufnehmen. Ihr könnt also hier das Mikrofon wählen. Ihr könntet hier jetzt auch ein gutes Mikrofon anschließen. Ich habe jetzt hier meine Kopfhörer oder mein Headset, das ist ein Mikrofon. Ich habe mein internes Mikrofon, das der Computer hat, und könnt ihr jetzt hier direkt aufnehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Dann kann ich in der Library kann ich Audiodateien von meinem Computer hochladen. Also ich kann jetzt hier draufklicken und wenn das dann funktioniert, geht ein Fenster auf, genau. Und hier kann ich jetzt Audiofiles wählen. Also beispielsweise habe ich gestern die Folge mit Axel, habe ich hier einen Tonfile gehabt, Folge 42, das habe ich hochgeladen und das habe ich dann hier drin. Jetzt, wenn ich hier mal kurz suche nach Dingen, die ich schon hochgeladen habe, ich will die nochmal machen, dann kann ich die mit dem Plus dazufügen. Und wenn ich möchte, das Ganze, weil wir vielleicht etwas langweilig waren, kann ich das noch mit Musik hinterlegen. Ich kann hier direkt aus einer Datenbank Musik auswählen. Dann füge ich das ein. Und jetzt hat es dahinter auch noch Musik, das wird jetzt verarbeitet. Ich habe eine Einleitung schon gemacht, die schon Musik hat, die füge ich dazu. Jetzt schiebe ich die hier nach oben
Mal gucken, ob es geht. Vielleicht habe ich es jetzt auch gelöscht. Also ihr könnt gespeicherte Dinge hier wieder neu ein- und neu arrangieren, das, was ihr aufgenommen habt. Ihr könnt aber auch Dinge, die ihr sonst woher habt, könnt ihr hochladen, also Aufnahmen. Ich mache diese Aufnahmen, wenn ich Videokonferenzen mache mit Zoom. Ich nehme das Meeting mit Zoom auf und das gibt mir direkt eine Audiospur, die ich dann verwenden kann für den Podcast oder die ich verwenden kann auch für andere Dinge. Also es gibt einfache Wege, um Tonfiles zu kommen. Ihr könnt auch leicht von YouTube Tonfiles runterladen. Jetzt gebe ich es hoch, so. Jetzt ist die Einleitung vorne. Und das Letzte, was ihr jetzt hier nicht so gut sehen könnt, weil mein Fenster davor ist, ich verschiebe es mal nach oben so, jetzt könnt ihr es sehen, habe ich Transitions, das sind Übergänge. Und diese Übergänge sind kleine Tonfiles, also dieses Ausrufezeichen, ihr werdet es jetzt nicht hören, aber das ist nur ein einzelner Ton, der so ein bisschen sagt, das ist jetzt wichtig. Und das kann ich jetzt hier einfach dazwischen fügen in diese. Und da habe ich eine ganze Bibliothek auch mit solchen Transitions, die ich benutzen kann. Wenn ich dann fertig bin, dann das war es eigentlich schon. Also ich habe wirklich dieses Drag and Drop von diesen Elementen. Ich könnte jetzt hier auch noch diese Einleitung in verschiedene Teile aufteilen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn ich ein Stück löschen möchte, dann kann ich es halbieren oder ich kann ein Stück rausschneiden. Also ich kann es extrem einfach jetzt hier auch noch schneiden. Also ihr seht hier, ich kann es mir jetzt hier anhören und dann wie sagen hier, da möchte ich es teilen und dann teile ich es und könnte zum Beispiel einen Anfang löschen oder ein Stück daraus löschen. Das ist alles sehr einfach. Also ihr seht, das sind immer so Menüs, wo ihr so zwei, drei Optionen habt. Es ist nichts Kompliziertes, was irgendjemanden technisch überfordern würde. Jetzt drücke ich hier auf Speichern der Folge. Dann entsteht hier ein Menü, wo ich wählen kann, wann soll das veröffentlicht werden. Ich kann dem Ganzen einen Titel geben, eine Beschreibung, auch mit Links. Und dann publiziere ich es und dann habe ich das Ganze schon in meinem Podcast drin. Ihr seht jetzt meinen Podcast, ich verlasse jetzt die Seite und speichere das gar nicht. Mein Podcast hat jetzt schon über 40 Folgen, die ich einfach so eingefügt habe. Und diese werden dann auch verteilt über Anchor in andere Netzwerke. Das kann ich auch noch kurz zeigen zum Schluss. Bei der Distribution seht ihr, ich habe hier eine Seite auf Anchor, wo man sich das anhören kann. Und ich habe eine Seite auf Spotify, wo man sich das auch anhören kann, was ich gemacht habe. Das wird direkt von Anchor aus an Spotify weitergegeben. Ich öffne das jetzt auch schnell. Und ihr seht, mein Podcast ist tatsächlich auf Spotify schon verfügbar. Man kann sich das jetzt hier anhören und ich musste nichts manuell bei Spotify machen, sondern das wurde automatisch so weitergegeben. Jetzt merke ich hier, dass Folge 32 fehlt. Mal gucken, ob das hier auch der Fall ist. Dann habe ich auch noch was während dieses Podcasts oder während dieses YouTube-Films, dass eine Folge noch gar nicht da ist. Ja, die ist hier. Mal gucken, weshalb die bei Spotify fehlt, werden wir dann rausfinden. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Probiert es aus. Also ihr braucht nichts weiter als ein Aufnahmegerät. Das kann das Headset sein, was ihr habt. Das kann euer Handy sein. Damit könnt ihr sehr gute Tonaufnahmen machen. Haltet es hier so kurz an den Mund, nehmt was auf. Ihr könnt so auch Gespräche aufnehmen, wenn ihr es auf den Tisch legt. Das ist absolut ausreichend für einen ersten Podcast. Macht Videokonferenzen, speichert die, nimmt das auf, ist auch ausreichend für einen Podcast, entwickelt eigene Ideen, macht was Kurzes, was Lustiges, was Ungewöhnliches, werft Anchor an, stellt eure Folgen zusammen und stellt so euren Podcast ins Netz. Das können alle Lehrerinnen und Lehrer, können auch alle Schülerinnen und Schüler, die so einen Browser bedienen können und man hat in 10 Minuten einen Podcast. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis bald.